Wir sehen uns auf reitschuster.de. Heute habe ich ein Video auf Twitter gefunden, das mich entsetzt hat. Also ich musste einerseits laut lachen, aber es hat mich auch entsetzt. Und ja, schauen Sie es an. Voilà. Ja, in meinen Augen unfassbar. Wir wollen jetzt hier nicht über die Maske reden. Da gibt es ja unterschiedliche Studien und alles, was man dazu sagt, läuft Gefahr, bei YouTube für als medizinische Fehlinformation zensiert zu werden. Also explizit nochmal, ich sage nichts generell zum Sinn von Masken. Ich sage nur, dass der Gesundheitsminister selbst sagt, in Innenräumen tragen, und dass es führende Aerosolforscher gibt, die sagen, in der Freiluft droht da nichts. Und ich frage mich sehr, ist es wirklich im Meer, wenn niemand in unmittelbarer Nähe ist, sinnvoll mit Maske zu schwimmen? Und ja, eigentlich ist es zum Lachen, aber es ist eher zum Heulen. Warum? Weil es zeigt, wie die Angst auf die Menschen, auf manche Menschen wirkt, wie sie irrational werden, wie sie dann zu so einem Verhalten neigen. Ich habe das auch schon gehabt im Schwimmbad, auch einen Elternherr, der mit Maske geschwommen ist. Da konnte ich es leider nicht aufnehmen, weil das auch indiskret gewesen wäre, selber erlebt. Wir wissen nun nicht, von wann dieses Video ist, es kann schon älter sein, aber die Notwendigkeit, im Meer eine Maske zu tragen, die erschließt sich mir nicht. Es gibt ja auch die Bilder, wo eine Dame, hatte ich auch auf meiner Seite, im Meer badet, oder den Herrn, der beim Sonnenbaden auf der Liege, in Rumänien war das, auf dem Strand, auch die Maske anhat. Also früher hatte man ja nur dann in der Hosenzone oder Frauen auch in der Oberteilszone diese berühmten Ränder dann, wo man braun war und wo nicht. Und inzwischen, wenn jemand das hier hat, dann ist es ein Zeichen dafür, dass er sich mit Maske bräut. Ja, das Lachen und Heulen liegt hier sehr nah zusammen. Das war es heute mal, ein ganz kurzes Video, muss ja auch nicht jedes immer so lang sein. Zum Schluss nochmal diese Aufzeichnung, die mich sehr nachdenklich macht. Und wahrscheinlich ist es doch eher zum Heulen, weil eben Angst so ein massives, massives Mittel ist, um Leute zu beeinflussen. Wie sagte das mal eine Evolutionsforscherin oder Biologin bei Servus TV im österreichischen Fernsehen? Sie sagte, die von unseren Vorfahren, die bei Angst das Gehirn noch eingeschaltet haben und nicht sofort auf dem Baum waren, wenn sie einen Tiger raunen hörten, die sind evolutionell ausgeschieden, die hatten einen Nachteil, und darum liegt das in unseren Genen, dass wir eben bei Angst die Vernunft ausschalten und dann teilweise vernunftlos agieren. Umso schwerwiegender finde ich es, wenn mit solchen Ängsten manipuliert wird. Aber das ist ja eine alte Methode beim Regieren. Das ist nichts Neues, dass Herrschende immer wieder versuchen, über Angst die Menschen zu manipulieren. Ja, war das jetzt alles zensurkonform? Ja, es ist schlimm, dass man an die Zensur denken muss. Andererseits war jetzt hier nichts, wo ich nicht sagen kann, das kann ich rüberbringen, ohne dass ich auf andere Netzwerke ausweichen muss. Und YouTube ist in letzter Zeit, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber es ist weniger zensurgeil, Entschuldigung für dieses Wort, aber bei Facebook trifft das zu als andere Netzwerke. Twitter hat ja auch wieder die Achse gesperrt. YouTube mich auch wieder und Facebook mich auch wieder, und YouTube ist im Moment etwas überraschend zurückhaltend. Das muss man konstatieren. Ob diese Zurückhaltung von Dauer ist, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und wegen der Algorithmen, für ein Like, für eine Glocke, für einen Kommentar bin ich ausgesprochen dankbar. Ciao, macht's gut. Oh, I don't know.